Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier back zu einem neuen Video auf Kuchen.tv Uncut. Wir reagieren heute auf ABK. Der hat einen Vlog wahrscheinlich oder so hochgeladen, vor Gericht verloren, aber dafür ein Brunnen mehr, während Khalid unnötig Gabelstapler fährt. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ist da wieder ein Placement drin? Nee. Ey, Leute, was geht ab? Checkt unbedingt nach diesem Video ohne Placement. Link in der Beschreibung ab. Mein Bruder hat Wellitz jetzt auch auf YouTube dabei. Lasst uns dem die 10.000 Abonnenten voll machen. Das wäre unnormal krass, wenn wir das jetzt auch schaffen würden. Wellitz hat auch schon nämlich sein erstes YouTube-Video auf seinem... Okay, da bin ich mal gespannt. Was denkt ihr, wie viele Abonnenten hat er? Ich sag 5.000, kann ich mir vorstellen. Obwohl, es hat auch nur 60.000 Aufrufe, ne? Ich sag 3.000. Komm, schreibt rein. Wer am nächsten dran ist, kriegt VIP. Für ihren Bruderbasis, damit auch einer mitmacht. Was habe ich gesagt? Ich hab 3.000, glaube ich, gesagt, ne? Also 3.000, denke ich auch. Ja, jetzt wollen hier aber... Ja, jetzt habt ihr alle Bock. Oh, scheiße, das wird voll anstrengend, das jetzt rauszusuchen. Gar keinen Bock. 1.900, ach du meine Güte. Uff. Ja, naja. Dann wäre genau 1.900. Ich gehe einfach mal runter. 1.890. Oh, sogar erste Nachricht, ey. Das ist krass. Natürlich bitter, ne? Ich guck mal, ob einer 1.900 geschrieben hat. Sieht aber nicht so aus. Junge, 10 daneben, Alter, krank. Ja, okay, jetzt schreiben alle 1.900, das ist natürlich schon zu spät. Bruder, herzlichen Glückwunsch, viel Spaß mit VIP. Hat er jetzt alles geklappt? Irgendwie steht da nicht, dass der zu VIP hinzugefügt worden ist. Was sollte eigentlich, ne? Vielleicht wusste es auch einer. Ja, kann auch sein. Mein Gott, ist doch schön. Also, ist ja gut. Kanal hochgeladen. Ein neuer Kanal auf YouTube auch. Ja, das ist halt das Problem irgendwie bei... Ach ja, Schrägstrich mach ich gleich. Das ist halt irgendwie das Problem bei ABK einfach, ne? Der hat halt wirklich so seinen... Also, ich will jetzt nicht sagen, seinen Hype weggegeben. Er ist schon noch gut am Start auf jeden Fall. Aber ich sag mal, wenn das Video jetzt live 70.000 Aufrufe hat, das hat ja... Also, es wird ja nicht immer gedingst... Wobei, die letzten Videos kamen alle sehr gut an, ne? Ich weiß gar nicht. Irgendwie aber nach 14 Stunden 60.000, obwohl es sogar um so Gerichtssachen geht. Ich hätte gedacht, es geht bei ABK mehr. Kein Geld verdienen wird. Gibt ihm kein Geld, aber macht ihm 10.000 Abonnenten voll. Jalla, haut rein. Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. So, wir sind dann schon mal raus, dann gucken wir was anderes. Ich glaube, dieses Video wird Probleme bringen. Hier in diesem Video, Vorurteile, Verzweiflung, alles Negative werdet ihr in dieser Geschichte hören. Aber irgendwo von einer lustigen Art und Weise. Und ich dachte, bevor ich hier wieder angezeigt werde und alleine dann wieder im Gerichtssaal mein Foto da alleine gezeigt wird, dachte ich schon, brauche ich eine andere, halb so schmierige Person, die dann mit mir auf diesen Straftäterfotos ist. Hier ist er. Ewa, du was? Ist ein Quadratmeter groß. Oder ein Quadratmeter. Ich hab Wally übrigens kennengelernt in Japan. Warum trägt er ein Ajax-Trikot? ABK kennen, dicker Star, YouTuber, dies, das, vielleicht kommen alle selbe verbrannte Personen, Depressionen, Haare springen raus. Du bist einfach mit deiner Fresse halt einfach dumm für mich sein. Ja. Auf jeden Fall, ihr wisst ja, ich hatte damals einen Gerichtsprozess. Das war so mein allererster Gerichtsprozess, den ich mit YouTube hatte. Da ging es um ein Wort, was ich zu irgendeinem YouTuber gesagt habe. Sag es zu mir. Du darfst sagen, Bruder, ich glaube dir. Och du Scheiße. Ich hab irgendwas gelesen in einem Brief von Anwaltszwang und sonst was, heißt, brauchst du einen Anwalt? Ja, natürlich, und das Wort, ich kann's ja sagen, hier Hurensohn, ne, zu Tobias hochgesagt. Ja, ist natürlich sehr nah dran an der Beleidigung, halt offensichtlich. Ich überleg, ich hab noch Jura studiert, wer von meinen Jurakollegen ist fertig, guck, Hälfte hat schon Suizid begangen, Hälfte hat schon abgebrochen, keiner da. Dann hab ich einen Kollegen, mit dem bin ich aufgewachsen, der kommt aus Ghana und seine Cousine ist Anwältin. Also seine Cousine ist schwarz. Und nicht, dass sie hier gleich rumheult und irgendwie sagt, was machen die da, voll Rassismus und so. Wir essen genauso wie ihr mit Hände, deswegen Leute, fickt eure Mütter und genießt die Show. Ich hab damals, okay, das Ganze mit George Floyd und so war, ne, ja, hab ich nicht so Solidarität gezeigt, indem ich mein Instagram-Bild einfach in schwarz mache. Ja. Oder sonst was? Ich dachte mir, ey Bruder, ich setze ein echtes Zeichen für Solidarität. Meine Hoffnung war, Bruder, ich bin eine schwarze Anwältin, ich gehe vor Gericht, die werden Angst haben, was zu sagen. Black Lives Matter, I can't breathe, George Floyd. Am Ende des Gerichtsprozesses, ich lag auf Boden, meinte, I can't breathe, weil ich gefickt wurde. Telzen? Telzen? Beruhig dich? Ich gehe in diese Gerichtsverhandlung rein. Mit meiner ghanesischen Anwältin. Die hat noch vorher zusammen mit Fufu gegessen. Weißt du, wo auch unser Treffen war von mit der Anwältin? Voll schlau eigentlich. Ja, safe. Es ist tatsächlich gar nicht so dumm, auch wenn ihr zum Beispiel mal irgendwann ein Kind habt und ihr seid männlich. Und... Ihr müsst irgendwie vor Gericht, warum auch immer, wegen, keine Ahnung, irgendwie Sorgerecht oder sonst irgendwas, nehmt euch auf jeden Fall eine weibliche Anwältin, das kommt immer besser. Ich gehe mit ihr rein und erfahre, ey, der Anwalt der Gegenseite ist der ehemalige Anwalt von Erdogan. Ich komm mit meiner Soul Sister. Richter, alle drei weiß, perfekt. Das war so viel Gewinn, musst du dir vorstellen. Diese vier Weißen alle in einer Reihe haben gewonnen. Mich klar. Ich hab auch so das Gefühl gehabt, was ist Erfahrung? Richter, nein, aber gar nicht, worum es geht. Dachte, sowas kriegt man mit. So, boah,
ah, hier wird es bestimmt jetzt um Asylpolitik gehen. War aber nicht. Es ging wirklich um YouTube. Du musst dir vorstellen, Gerichtsprozess fängt an. Die Anwälte der Gegenseite fangen an und erzählen, ja, ABK hat in dem Video das und das gesagt. Das ist eine Beleidigung. Und meine Anwältin will irgendwann mal reden. Bruder, die fängt an zu reden. Zur Verteidigung meines Mandanten ABK. In diesem Fall machen die... Sprechen die voll so dazwischen, lassen gar nicht ausreden. Und die armen Skinner, so, kennst du, Bruder, sind Afrikaner, sind gewohnt, Bruder, unterdrückt zu werden. Die ist einfach so ruhig, so. Die Gerichtsverhandlung war online, Bruder. Die sollte erstmal im Gerichtssaal stattfinden. Ja. Mit Öffentlichkeit und so. Auf einmal, sei mal wegen Corona, online stattgefunden. Ja, vor allem schade eigentlich, dass das nicht wirklich stattgefunden hat. Ich wäre da wirklich hingefahren. Ich hätte schon Bock gehabt, auf jeden Fall da zu chillen. Wie Zoom-Meeting? Ja, ja, und da. Auf Koran noch nie gehört. Aber hier bist du sowas. Dann sitze ich dann in der Stadt und die reden, da. Bruder, machen die einen Satz raus. Ja, man könnte auch meinen, dass ABK mit seinen Videos schon irgendwo in eine bestimmte Richtung geht und zu Gewalt aufruft. Jetzt wie ist das denn? Hör mal zu, oder du, hör mal reise. Ich muss erstmal jetzt reden. Mit 2 Jahre Bewährung. Danach, als diese Gerichtsverhandlung vorbei war, ich hab verloren. Dann wäre ich in Berufung gegangen und dann hätte ich aber die gleichen Richter und außer meine Anwältin, die hätte ich dann, glaube ich, voll. Nee, stimmt gar nicht, man hat da nicht die gleichen Richter. In der Berufung kommen ja extra andere, damit man eben nicht die gleichen hat. Das würde ja gar keinen Sinn machen. Die denken ja nicht plötzlich anders, nur weil du in Berufung gehst. Von schwarz auf weiß gemacht. Darüber. Dann kam irgendwann eine Rechnung von meiner Anwältin, 1800 Euro. Dann stand da Bezahlungsmöglichkeiten, Kreditkarte, PayPal, Klarna oder Brunnen. Stand da Brunnen. Das hat Della. Ey, Spaß. Ey, Walla, Kollege. Mein Herz ist am Rasen. Selbst meine Kollegen, die schwarz sind, die sagen zu mir, Bruder, normal, warum nimmst du schwarze Anwältin, du Spasti, Bruder? Ich sag, ey, ist doch eine von euch. Bruder, normal, verlierst du mit schwarzer Anwalt vor Gericht? Ich komm nicht mal helfen. Da gibt ja keinen Staatsanwalt, das war ja zivilrechtlich. Würden Sie noch einmal eine schwarze Anwältin nehmen? Das will ich sehen, Kurban. Ja, Bruder. Du Fettbacke. Ja gut, aber ich weiß, ich hatte ja nichts mit der Hautfarbe der Anwältin zu tun, ne? Klar, machst du seine Witze, aber ja, gibt halt gute und schlechte Anwälte einfach grundsätzlich, ne? Ich weiß gar nicht, boah, wer hatte denn letztens einen voll schlechten Anwalt? Wem habe ich das gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Wer, war es irgendein YouTuber? Ich weiß gar nicht, aber irgendwer hatte da auch, ja, Tanzverbot, stimmt, ja, Tanzverbot, also, gar nicht so getan, so, hä, war ich jetzt irgendein YouTuber? Ja, Tanzverbot, Digga, hey, guck, der hatte auch zum Beispiel Pech mit seinem Anwalt, so, ne, obwohl der in 6 Sekunden Schlag wahrscheinlich weiß war. Kein lebender Freiheitskämpfer, ihr seht hier, immer zum Underdog hält der. Ich will jeden von uns supporten, ich sehe einen irakischen, arabischen, den ich sag, spreng meinen Körper. Ich wollte Maestro sogar bezahlen und dem doppelt und dreifach geben. Eine Sache bei dir, abonniert den bitte, der ist arbeitslos, hat keinen Job, kein gar nichts. Wie heißt diese Frisur? Diese Frisur, wenn ich da links mache, das sind die alten Blinkerhaare. Manchmal mache ich nach rechts, das sind die alten Auswärtshaare, Richtung Neuss. Ewa, damals, Bruder, ich meine Ausbildung angefangen, mein Vater hat mich gezwungen, kennst du doch, weil er sagt, du Junk, diese Embryo-Schillung im Bett gefällt mir nicht mehr. Ab heute suchst du dir einen Job. Auf jeden Fall habe ich Ausbildung klar gemacht als großen Außenhandelskaufmann. Die sagen zu mir, nächste Woche musst du im Lager sein, 2 Monate. Als erstes muss ich einfach Führerschein machen für Gabelstapler. Ey, Oma, ihr wisst doch, diese Gabelstapler mit Gabel. Plötzlich was für Gabel essen, du. Ich muss immer so einen monotonen Job machen, immer das Gleiche. Das sind so Fässer, da drauf ist ein Sticker drauf, ein Totenkopf. Ich muss diese Gabel fahren. ABK steht so richtig unästhetisch irgendwie da, ich weiß nicht. Und da packen, hochfahren und auf Fließband machen. Das ist 8 Stunden lang. Graue Wände, ich wurde irre, ich hab Wände geredet. Ey, was geht ab, graue Stahlträger? Alles klar bei dir? Ich war voll am Schlafen, ich hab diese Gabel gar nicht runtergemacht von diesem Gabelstapler. Ich fahre in diese Fass rein. Diese ganze Flüssigkeit kommt raus. Alle schreien rum. Mach diese Abdeckung auf den... Ja, ist irgendwie auch halt einfach gar nicht lustig irgendwie, ne? Also das ist so... Weiß ich, ABK holt halt immer irgendwelche Leute rein, die dann irgendwie so auf aufgedreht irgendwie so lustig sein wollen, aber es einfach nicht sind. Heftiger Schaden. Das treffen wir am Freitag. Schon schneller. Ein Arm. Es kommt jetzt wirklich. Und die Story geht auf 5 Minuten. Also ich weiß nicht, wenn das so deine Go-To-Story ist, dass du mir 5 Minuten erzählst, wie du Gabelstapler fährst. Also ich weiß nicht, Bro, dann läuft hier irgendwas ganz gewaltig falsch. Ich dachte, ich bin schlau, ich bin behindert. Aber der Drecksjob, Stoff, Koran, diese grauen Wände, Bade, Leute sagen es mir. Wieder graue Wände, Bruder. Da haben wir ja vor 3 Minuten hat er das schon gesagt. Ja. Ja, gut, dass er über den Gerichtsprozess mal geredet hat, auch wenn das irgendwie so ein bisschen wieder so, ja, so wenig Informationen halt, ne, so ein, zwei lustige Witze auf jeden Fall drin, safe, aber sonst so ein bisschen inhaltslos irgendwie, so, wisst ihr, was ich meine? Aber, ja, ich kann leider auch keine Meinung dazu abgeben, ne, wäre jetzt ja cool mit ABK und mit Tobias Hoch, ich finde, beide Seiten haben recht, ja, und, weiß nicht, küsst euch doch einfach oder so, keine Ahnung. Ich würde sagen, ABK sagt seinen 500 Verwandten in Bremen, einfach, dass die Tobias Hoch wählen sollen und dann ist dann Tobias Hoch sagt in dem Video, dass ABK eigentlich ganz lustig ist.
Ja, und dann ist doch super, Digga, oder nicht? Dann sind wir doch hier wirklich glücklich.